Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlich willkommen zurück zu Beer With Me. So, was war denn, was hatten wir denn? Genau, wir müssen noch... Genau, wir müssen noch einen Stempel machen. Und wir wollten gerade mal hier drüber gucken. Buntstifte? Nee. A miracle of glass and empty the dried up milk. You're still not. Wir haben die Tinte zum Stempeln gefunden. Kann man vielleicht aus der Kerze die Kerze schmelzen und dann einen Stempel draus machen, weil im Grunde brauchen wir ja nur eine Form. Aber hier ist nirgendwo Feuer. Vielleicht mit dem Taschenmesser? There. Now I got a stamp. All I need now is some ink. Ist ja wohl ein Witz. Messy. Hopefully I won't get it all over my pockets. Ja. All done. Wow. Oh, sehr, sehr geil. Nein, also, ne? Hier. Ich betrüge hier nicht. Ich hab nicht nachgeguckt. Das ist unglaublich. Es ist manchmal so simpel, ne? Ich nehme jetzt nicht sofort wieder auf. Ich habe die ganze Zeit so drüber nachgedacht. Wie kannst du das denn machen? Wolltest du denn was übersehen? Sometimes, ne? Hier, bitteschön. Ja, Officer. Stempel und Unterschrift. Yes, here it is, and it's like totally real and not at all fake. Well, everything seems to check out. Wait a minute. And enjoy the scenery, Miss Amber, Mr. Ted. It's a beautiful view of the city from here. Have a nice night. You too, Brian. Good night, Byron. Ah, guck mal. Paper City. Da ist die große Stadt. Dachbodensachen. Erst nochmal umgucken. And again, a box filled with who knows what. Nothing interesting about the... Who are you talking to? No one. Why? Ted, quickly! Someone mutilated that poor creepy as hell mannequin. We better investigate. Später vielleicht. All right, I guess we're going back there. You ready, Ted? Give me a minute. I thought I left that place for good, you know. What about you? You haven't been there in some time, doll. Yeah, I think so. Besides, we have a case to solve. You're right. Let's go. Déjà vu 1 von 2. It kind of feels like going home. God damn it. It really does. Ted, I never asked you. What happened to your former partner? He grew up. Oh. Ach, da drüben. Ted war anscheinend mal ein Zombie mit Laseraugen. Vielleicht Finn vorher, der... Nein! Das kann nicht wahr sein! Kann er nicht bringen! Da geht es zu Ende, meine lieben Freunde. Oh Mann! Nein! Tut's nicht! Geil ist das denn? Ich habe so das Gefühl, dass Flint der Dingens ist, der Bösewicht.
Also ich wusste, dass es ein Episodengame ist und ich bin noch sehr gespannt, wann es weitergehen wird. Also ich mag das ganze Konzept, ja, das muss ich wirklich so sagen. Dieses gezeichnete, liebevolle, so viele kleine Details. Ich glaube zum Beispiel, das mit dem Hanging Around, wo der Schlüssel dran ist, das ist von CSI Miami, oder? Der hat auch immer die Sonnenbrille aufgesetzt. Die Figuren und Handlungen dieses Spiels sind völlig fiktiv und jegliche Ähnlichkeit zu Namenfiguren oder Geschichten oder zufällig und irgendwas. Das war der erste Part, meine lieben Freunde. Unbelievable. Was anderes kann ich da einfach nicht zu sagen. Wunderschön. Hat richtig Spaß. Ich weiß nicht, wie weit sie mit der nächsten Episode sind. Das kann ein bisschen dauern, bis es weitergeht. Sehr, sehr liebevoll gemacht. Ja, sehr, sehr liebevoll. Also ich habe so das dumme Gefühl, dass... Also der Story-Inhalt würde jetzt rein von meiner Auffassung ist, dass Flint ist... Der Rote. Ja, ihr Bruder, ihr Älterer. Und er ist erwachsen geworden. Der Teddy ist weg. Und vielleicht eifersüchtig auf die Fantasie seiner Schwester? Und wahrscheinlich war Flint vorher der Spielgefährte von Ted. Ich finde das auch sehr geil, ne? Also sein Name ist Ted E. Bear. Ja, ist der Hammer. Und ich weiß nicht, dass er da vielleicht die ganzen bösen Sachen macht und die Kuscheltiere fertig macht und verschwinden lässt. So eine Sachen? Oder irgendjemand ist der Meinung, sie ist zu alt dafür? Man weiß es nicht. Bis jetzt, ich muss sagen, es gefällt mir. Es ist viele Easter Eggs. Ich hoffe, die nächsten Teile sind genauso. Ja, dass man immer so ein bisschen miträtseln kann. Terminator war mit dabei und also eine Kleinigkeit, wo ich dann im Hintergrund ein bisschen geschmunzelt habe. Oder das auf der Toilette mit Big Lebowski. Und ach, sehr, sehr schön. Ich bin mir sicher, euch sind noch viel, viel mehr Sachen aufgefallen. Die Rätsel könnten ein bisschen knackiger sein. Oh, das mit der Kerze war jetzt einfach nur Glück. Muss ich euch sagen, genau dasselbe wie mit dem Nagel und der Uhr. Ja. Einfach mal ausprobieren, funktioniert. Ansonsten... Ja gut, ich sag mal so, ne? Jahrzehntelange Erfahrung in Adventures. Da hat man das eine oder andere schon rausgefunden. Damals in Indiana Jones. Na, gut, meine lieben Freunde. Wollen wir nicht in Nostalgie verschwinden? Ich hoffe sehr, es gefällt euch auch, so wie mir. Lasst mir noch einen netten Kommentar da und sagt mir, wie es euch gefallen hat. Vielleicht gefällt es euch ja auch überhaupt nicht. Dann Daumen runter und wir spielen die nächsten Episoden nicht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Bedanke mich bei euch. Macht es gut. Bis dahin. Euer Midnight. Ciao.